Herzlich willkommen hier aus dem CEDES-Studio in Hierbruck. Mein Name ist Urs Leufen und in den nächsten paar Minuten stelle ich Ihnen einen großartigen neuen Datensatz von Swissdopo vor. Beim neuen 3D-Datenpaket handelt es sich um einen All-in-One 3D-Datensatz im OBJ-Format. Sie kennen vielleicht das OBJ-Format bereits in Verbindung mit der Verwendung von Drohnendaten. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir einen sehr leichten Datensatz haben, der von der Datenmenge nicht überbordet. In der Vergangenheit war es so, dass Sie, oder auch noch jetzt, dass Sie natürlich problemlos die ganzen Datensätze von Swissdopo in Allplan importieren können. Hier haben Sie zum Beispiel die 3D-Terre-Daten, die Gebäude und die Geländetextur, welche im Anschluss in Allplan das Gelände vermascht, die Gebäude auf dem Gelände platziert werden können und zum Beispiel das ganze Gelände mit der entsprechenden Textur noch versehen werden kann. Beim vorliegenden neuen 3D-Datenpaket ist es so, dass alle diese Elemente bereits in dem Datensatz vorhanden sind. Das heißt, Sie können diesen direkt in Allplan importieren, Gebäude, Gelände oder zum Beispiel die Geländetextur, in diesem Fall zum Beispiel das Autofoto, werden direkt darauf abgebildet. Das ist ein riesig großer Vorteil und es geht sehr, sehr schnell. Wir sind hier bei Swissdopo auf der Webseite und Sie haben im Bereich der Dienstleistung die neuen 3D-Datenpakete. Sie sehen hier alles wunderbar im Detail beschrieben. Wenn Sie so ein Datenpaket beziehen möchten, haben Sie hier die Adresse von Swissdopo, wo Sie das entsprechende Datenpaket oder Ihr Landschaftsmodell beantragen können. Hier sehen Sie den Beispieldatensatz von Swissdopo von Wabern bei Bern. Dieser kommt, wie eingangs erwähnt, mit einem OBJ-File daher, welche die 3D-Geometrie beinhaltet. Dann haben wir hier die Landschaftstextur, jetzt in diesem Fall zum Beispiel mit weiß hinterlegten Straßen. Und wir haben noch eine MTL-Datei. Diese beschreibt, wie die Textur auf dem Gelände liegt oder zum Beispiel, welche Farben die Gebäudemodelle bekommen. Dies können Sie editieren. Hier haben Sie einfach die RGB-Werte im Dezimalformat. Über das Add-on Geometrie-Tools wählen wir unser OBJ Datensatz von Wabern aus. Ich klicke auf OK und nach wenigen Sekunden wird dieser in Allplan importiert. Sie sehen hier das wunderschöne Landschaftsmodell rund um die Stadt Bern. Wir haben hier eine Geländegröße von 13 Quadratkilometern. Hier sehen Sie den Gurten, links die Downhill-Strecke auf dem Gurten und Sie sehen, neben dem Gelände sind auch die Gebäude bereits mit integriert in diesem Datensatz. Wenn wir mal ein Dächlein anklicken, sehen Sie, dass diese einige Attribute hinterlegt haben, zum Beispiel die Eigenschaften der Dächer. Daneben gibt es auch noch Brücken als Bestandteile. Wir haben die Gebäudehülle und wie vorhin gerade erwähnt, die Dächer. Diese können wir wunderbar hier über die Objektpalette filtern und so verwenden. Hier nochmals der gleiche Datensatz mit einer etwas anderen Oberflächentextur. Hierbei handelt es sich um eine Reliefschattierung mit rot hinterlegten Straßenachsen. Auch das eine ganz coole Ansicht. Hier nochmals einen weiteren Datensatz, in diesem Fall von Appenzell. Wir haben hier im Vordergrund unser zu bebauendes Grundstück. Noch ein paar technische Infos hierzu. Sie sehen, wir haben hier eine Terre-Auflösung von 1 Meter von der Genauigkeit her. Die Textur entspricht 10 cm und das Ganze ist auf den Landeskoordinaten 11,95. Wir gehen mal hin, messen uns mal die Fläche der Kachel, die wir hier importiert haben. Dies entspricht hier 4 Quadratkilometer, also auch hier schon eine recht ordentliche Zahl. Wir messen uns mal noch eine Koordinate. Sie sehen, das kommt, wie erwähnt, im 11,95 Format daher und auf den Original-Meereshöhen. Hier als Beispiel das eingesetzte Projekt. Hierbei handelt es sich um ein virtuelles Projekt. Und Sie sehen, wie wunderbar diese Daten von Swissdopo hier zur Projektierung oder für Studien verwendet werden können. Sie sehen, auch Swissdopo unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Projekte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Urs Leufen.